Willkommen im Higher Health Podcast, präsentiert von Mr. Broccoli. Bei uns bist du richtig, wenn du deinen Traumkörper erreichen und ein erfülltes, langes Leben führen möchtest. Wir klären dich über physische wie auch psychische Gesundheit, alternative Heilmethoden, alles rund um Longevity, Ernährung sowie den neuesten Stand der Gesundheitsforschung auf. Erzähle uns auch deine Geschichten und stelle Fragen, die wir in kommenden Episoden beantworten könnten. Was sagt die traditionelle Medizin auch so zu den Themen Fasten? Es heißt ja auch immer, dass beim Fasten die Reparaturprozesse noch schneller laufen oder der Körper überhaupt erstmal in die Reparaturprozesse kommt und nicht ständig im Wachstumsprozess ist, weil wir 24/7 in der Regel essen oder vielleicht eben auch geistige Nahrung zu uns nehmen. Was hast du dort für Erlebnisse dahingehend gehört oder gelernt? Und ich glaube, dass ja auch in allen Weltreligionen dieser zeitweise Verzicht zumindest auf Nahrungsmittel hinterlegt ist, oder? Also in jeder Kultur, egal ob jetzt Tibet oder Ayurveda oder in den Sufismus, die haben alle Faste komplett integriert gehabt in ihr Lebensthema und Faste entrümpelt, Faste entsorgt Giftstoffe. Und da gab es auch einen Medizinnobelpreis 2016, dass eigentlich im Körper wenig Müll entsteht, sondern der Müll wird recycelt und dann wird er weggepackt. Und Faste hilft diesem Prozess. Faste hilft der Entgiftung, Faste hilft dem Recycling, Faste hilft, dass eigentlich Ablagerungen wie Beta-Amyloid, Alzheimer, Alpha-Synuklein, Parkinson einfach abgebaut wird. Und ich habe auch mit dem Leibarzt von Dalai Lama um die Wette gefastet. Ich war körperlich viel fitter, also habe ich gewonnen. Und also da sieht man nach einem Tag schon, nach zwei und nach drei, da wird man so klar im Kopf. Und jetzt ist die Frage, braucht das Gehirn Zucker? In jedem Lehrbuch steht ja, das Gehirn ist ein zuckerabhängiges Organ. Ja, was passiert, wenn ich ab jetzt nichts mehr esse, 24 Stunden, und mir spritzt mehr Insulin, passiert gar nichts. Der Zucker geht auf 20 runter und ich falle nicht um. Ich habe Ketonkörper. Echt? Im Jahr 1980 haben mehrere Forscher das gemacht mit übergewichtigen Menschen, mit Diabetikern. Die haben dann Insulin gespritzt, Zucker geht runter und die Leber heiter lustig. Das heißt, das Gehirn ist nur ein bedingt zuckerabhängiges Organ, wenn wir es immer mit Zucker überfüttern. Aber in der Evolution leben wir über Fett und im Fasten wird die Fettverbrennung aktiv. Dann lebt die metabolische Flexibilität, das möchte man gern. Und die Fasten 10 Tage und 14 Tage. Dann gibt es intermittierendes Fasten und wir sehen unterschiedliche Formen von Fasten in allen Kulturen. Ja. Und für alle Patienten macht es Sinn, wenn es gut gesteuert ist. Mhm. Wenn ein Patient mit dem Krebs untergewichtig ist, dann muss man gut aufpassen, dass er nicht Gewicht verliert. Und da haben wir jetzt viel gelernt von der F.X. Meyer-Ärzte. Mhm. Und der alte F.X. Meyer war nicht nur ein Fastenarzt, sondern eigentlich ein Darmspezialist. Und Faste hilft, den Darm zu säubern, Gifte loszuwerden und den Stoffwechsel wieder im Reset auf Spur zu bringen. Deshalb ist Fasten eine Maßnahme fürs Gehirn, für die Mitochondrien, für den Stoffwechsel, für den Darm, für jede Zelle und hilft, die DNA-Reparatur und die Reparatur selbst von der Telomere wieder anzuschalten. Also wundersam. Also wir könnten natürlich jetzt eine ganze Episode über Fasten machen, die unterschiedlichen Varianten und so weiter. Und wie du es schon richtig sagst, da darf man natürlich auch immer individuell sehen, ne? Was ist da die beste Variante. Und Jesus ging ja schon 40 Tage in die Wüste und hat gefastet. Viele andere Religionen haben ähnliche Stories da. Also ich glaube, wir sind auch zu viel mehr in der Lage, als wir irgendwie uns verstandesmäßig denken könnten. Jetzt Zuckercode, findest du auch super spannend, weil wir sind ja hier umgeben in einer Welt, zumindest hier in Deutschland und in Westeuropa, des Schlaraffenlands. Und bei Zucker denkt ja jeder an diesen raffinierten Zucker, ne? wo jeder weiß, okay, wir haben eigentlich zu viel davon. Und du hast auch ein wunderbares Buch geschrieben, wir blenden das mal hier ein. Heißt das nicht auch, wie heißt das, der Zucker, der heimliche Killer? Zucker, der heimliche Killer. Ja. Zuckerkrankheit Alzheimer. Also wir beschäftigen uns schon lange mit dem Zucker. Also der Werner Reuter als Glykobiologe beforscht die Antenne von den gesunden Zuckern. Die Antenne. Und die haben einen Feind. Das ist einfach zu viele
Industriezucker, zu viele kurzkettige Kohlenhydrate und zu viel vom schlechten Zucker. Jetzt in der Evolution gab es 2,5 Millionen Jahre lang einfach halt viel Fett und Protein und ganz wenig Kohlenhydrate, also und Zucker gar keinen. 1850 noch 1 Pfund Zucker pro Person pro Jahr. Und jetzt sind wir bei 44 Kilo und da ist der Fruchtzucker noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, kurzkettige Kohlenhydrate, die wären ganz schnell in Zucker verwandelt. Also wenn man in ein Weißbrot reinbeißt, geht der Zuckerspiegel schneller hoch als mit einem Zuckerwürfel. Und dann verarbeitet der Zucker, dann der Zucker, der versteckte im Ketchup, im Senf, in jeder Konserve, der versteckte Zucker. Dann aber auch der Zucker in allen süßen Teilchen, dann wenn man einkaufen geht oder am Bahnhof oder am Flughafen oder am Zug sitzt, ja, dann ist einfach eine Flut an Süßem. Und dieser Zucker, der schädigt uns. Zum einen schädigt er die Zelle und macht die sauer. Zum anderen führt er dazu, dass der Zucker nicht mehr verwertet wird, sondern karamellisiert. Stellt euch vor, ein bisschen so Crème Brûlée. Das heißt, es schmeckt gut mal so eine Crème Brûlée, aber die Frage ist, wie viel Zucker soll eigentlich karamellisieren im Gehirn, in der Auge, hier in den Muskeln und im Knochen. Und deshalb führt das Übermaß dazu, dass der eigentlich glykiert oder anbrennt, karamellisiert. Den kann man messen mit dem HbA1c, also der Langzeitwert beim Diabetiker. Der beschreibt, wie viel von der roten Blutkörperchen karamellisiert. Jetzt ist die Frage, wie viel soll karamellisieren? Ist also möglichst wenig. Das heißt, also idealtypischerweise soll dieser Wert bei 5 sein. Mit 5,2 überleben wir auch und 5,4. Aber je mehr Zucker dann karamellisiert, wenn der steigt auf 5,5, 5,6, 5,8, das war früher schon der Level für Diabetes, dann hat man den einfach hochgesetzt, 5,6, 5,8, 6,3 und noch höher. Und im Alter ist er noch höher und es geht gar nicht. Deshalb hat ein weiterer Lehrer von mir, auch ein Glyko-Experte in Freiburg, der hat die Niere beforscht, ein Nephrologe, Professor Rainer Kreger, der hat gesagt, also 100-Jährige haben keine Niereninsuffizienz, kein Alzheimer und wären nicht blind und kein Diabetes. Und Zucker ist der Hauptfeind. Und jetzt kommt eine wichtige Botschaft, die Spätfolge vom Diabetes Typ 2, die kommen nicht spät, die beginnen früh. Und zwar dann, wenn der Zucker karamellisiert. 10 Jahre bevor die Diagnose gestellt wird. 10 Jahre bevor man stark übergewichtig ist. 10 Jahre bevor man Diabetes Typ 2 kriegt. 10 Jahre vor dem Alzheimer. Und deshalb möchte man eben nicht, dass zu viel Zucker karamellisiert wird. Der karamellisiert sonst in der Niere. Dann entsteht eine Niereninsuffizienz in der Auge. Dann entsteht Makula und Blindheit, dann gibt es Wundheilungsstörungen, der Knochen baut ab, die Muskeln bauen ab, das Gehirn baut ab. Ja. Und deshalb ist eben zu viel Zucker mehrdimensional Gift. Wir haben da hart gekämpft, man wurde aber bekämpft. Und jetzt ist aber klar, das Thema lässt sich nicht mehr aufhalten. Und inzwischen sind die Kardiologen soweit, dass ich sage, die verordnen Metformin, um den Zucker zu senken. Denn Zucker ist der Hauptfeind vom Blutgefäß, vom Endothel und vom Herz. In der Onkologie wird es verordnet, denn Zucker ist die Triebfeder für Krebszellen. Aber besser als ein Medikament ist die Ernährung. Also das schlechte Zucker reduzieren, deshalb haben wir einen Plan, den Glykoplan. Da gibt es Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere, Brombeeren, Avocados. Leckere Sachen. Leckere Sachen, Gemüse, ja, da auch Sellerie, Nüsschen, also alles, was man sich vorstellen kann. Und mit diesen Dingen, aber auch Amaranth, Quinoa, Buchweiz und Hirse, Schwarz- und Rotreis. Wenn man sich so ernährt, viel in Nüsschen übergeht, dann hat man wirklich gute Möglichkeiten. Ja, viele Rezepte da, wunderschöne Seite, genau. Und aktuell gibt es noch ein Buch, die revolutionäre 9-Tage-Leberkur. Und im GU-Verlag mit Rezepten. Die Botschaft von dir, lieber Christian, und von mir ist, hey, gesunde Ernährung ist mit Genuss verbunden. Und man darf einfach auch wertvolle und schmackhafte Dinge essen. Und dann wird der Geschmack besser, die Genussfähigkeit wird besser und es ist eben nicht einfach Askese. Und da möchte man eigentlich hin. Also es ist gar nicht so schwierig. Ich habe ja dein Leberbuch auch gelesen. Die Rezepte sind sowas von lecker. Also ich habe schon beim Angucken, ist mir schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und es geht ja mehr sogar heutzutage darum, dass wir wieder so mehr diese Intuition
schaffen, was können wir denn essen? Und es gibt da so viele leckere Sachen, du hast angesprochen, die ganzen Beeren, die ganzen Hülsenfrüchte, wenn wir die uns super lecker zubereiten. Es geht ja eher mehr darum, dass wir eben dieses Überdimensionierte, was wir in unserer heutigen Lebensweise angebracht haben, wie diesen ganzen vielen Zucker, du hast ihn angesprochen, viel Alkohol da noch dazu, ne? Oder immer mal hier ein Gläschen, da ein Gläschen, dann das kombiniert mit wenig Ernährung, dann überall die Strahlung, die wir eben auch haben, plus den hohen Stresslevel, weil eigentlich geht es uns ja gut in unserer Industrienation, aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht den Anschluss verlieren, müssen mehr arbeiten, müssen hektischer arbeiten, alles muss viel schneller gehen. Ein gutes Beispiel ist On Demand. Ist ja so das Stichwort der heutigen Zeit. Ne? Du bestellst heute was, am besten 2 Stunden später geliefert. Aber da muss ja auch jemand sich abhetzen dafür, sagen wir es mal so. Und das führt dann in der Folge dazu, dass wir auch immer weniger resilient werden. Und dann greift so eine, ich nenne es erstmal eine Volksdroge wie Zucker, voll krass ein. Ne? In einem gesunden Menschen, in einem gesunden Umfeld würdest du jetzt hier auch mal so ein, weiß nicht, was ist das, Eiscreme oder irgendwas? Kannst auch mal so ein Cup Eiscreme gönnen, das wird gar nicht so viel ausmachen, weil es halt in Maßen ist. Ja, in Maßen, oder? Also ich mache gerne eine eigene Eiscreme, 90%ige Schokolade, 80% oder 90%, dann kommt ein bisschen Hafermilch dazu, Teelöffel Galaktose, ja. Und dann schmeckt es super klasse. Ja, ja. Und mir merke, dann ist es eben nicht ganz so süß. Aber wenn man das eine Weile macht, dann will man das ganz Süße nicht mehr. Und man sehe wirklich auch Kinder, die nicht gebreimt wären, die möchten so viel Zucker gar nicht. Und deshalb ist eigentlich eine wichtige Aufklärungsfrage, zu sensibilisieren, wo versteckte Zucker drin sind und dass zu viel eben schadet und dass man maßvoll damit umgeht. Und dass man dann Dinge verwendet, die viel wertvoller sind. Das war das Wort metabolische Flexibilität, Cashewnüsschen, Walnüsse, Mandeln. Und Fett ist ein viel besserer Energieträger und viel wertvollerer als Zucker. Und Fett kann nicht vergoren werden, das heißt, es macht nicht sauer. Aber Zucker wird vergoren. Deshalb entsteht dann eine metabolische Azidose. Ich habe zu viel Ammoniak. Ammoniak schädigt, das Laktat wird nicht verwertet, die Harnsäure steigt über Zucker, freie Radikale steigen, ich habe einen oxidativen Stress und das ganze System eskaliert dann und lässt eine tiefe Spur im Organismus. Und Zucker ist dann der Hauptfeind, auch Maissirup und Fruchtzucker von den Mitochondrien. Das heißt, die Mitochondrien kriegen so eine Bratpfanne auf den Kopf. In den Mitochondrien steigt dann die Harnsäure an. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. In der Leber wird dann, um den Zucker zu entsorgen, dass er nicht karamellisiert, wird er ganz schnell in Fettzellen weggepackt. Das heißt, die Leber stellt um auf die Synthese von Fett weg, als erster Rettungsversuch, denn das Fett ist weniger schädlich als der Zucker. Und dann entstehen die Triglyceride, die Very Low Densolipoproteins, das sind die, die wirklich im Gefäß Ärger machen, die schlagen dort ein. Dann steigt auch über die Leber nochmal das Alpha-Lipoprotein. Und Fett ist nicht ein Fettproblem, sondern ein Zuckerproblem. Und deshalb macht Fett dann eine Entzündung. Und am Ende aller Tage wird so eine Fettzelle zu einer Hormondrüse und produziert noch mehr Entzündung. Das stimmt. Aber der Beginn ist ein anderer, der Beginn ist viel früher, deshalb maßvoll mit dem Zucker. Und jetzt kommt was Wichtiges. In der Evolution gab es keinen Zucker. Ja. Da gab es mal ein Bärchen, vielleicht dann einmal im Jahr ein bisschen Honig, wenn die Bienen nicht erstochen haben. Und dann hat man das als Medizin verwendet. Und wenn es aber zu viel ist, dann entsteht eine Sucht. Und immer wenn Zucker kommt, wird Insulin ausgeschüttet. Ja. Und dann schwankt es. Und je höher das Insulin, umso mehr Appetit hat man. Deshalb sitzen viele in der Falle, in der Insulinfalle und futtern und futtern. Die essen was, dann steigt er an, man wird unruhig, dann sinkt er ab, man wird wieder unruhig, dann steigt er wieder an. Und deshalb ist eben ein hoher Insulinspiegel eine Katastrophe. Insulin macht Entzündungen. Und Insulin, das war lange ein Mythos im Sport, ist eben nicht anabol, in dem Sinne, dass Muskeln wachsen, sondern Insulin ist ein Mastverbund, da wird man fett. Also da entstehen keine Muskeln. Insulin muss gespart werden im Inneren der Zelle. Und dann ist es anabol, wie bei der 100-Jährigen. Je länger man das also spart, umso besser. Und wenn das Insulin inne bleibt, dann brennt der Zucker auch an den Antennen nicht an. Und jetzt hat sich gezeigt, diese Antennen haben eine Ladung.
Und dieses bioelektrische Feld signalisiert Information vom Bindegewebe, das ist das Gewebe um die Zelle rum, wie das Wasser im Aquarium wäre das Bindegewebe und der Fisch ist die Zelle. Aber der Fisch lebt nur so gut, wie das Wasser im Aquarium ist. Also müssen wir das Bindegewebe und diese Zwischenzellsubstanz kultivieren. Größter Feind, auch wieder dort der Zucker. Den kann man da sogar messen, fotografisch. Und dann hat man so ein rotes Bild vom karamellisierten Zucker. Wenn das die Menschen sehen, wird klar, ja, da kommt der Schmerz her. Fibromyalgie, Muskelfaszienbeschwerden. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Um ja nicht die neuesten News und Trends rund um Gesundheit, vegane Ernährung und Fitness zu verpassen, schalte jeden Donnerstag und Sonntag ein. Es warten spannende Solo-Episoden und Interviews auf dich. Abonniere uns auch auf iTunes, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder einem anderen Anbieter deiner Wahl und lass gerne eine Bewertung da. Die zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie zukünftig ihrer Gesundheit wieder mehr Beachtung schenken. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Vegan Athletes und Mr. Broccoli Team. Aber Achtung, als kleiner Reminder, die Inhalte dienen lediglich rein informativen Zwecken und ersetzen keinen Arztbesuch. Solltest du körperliche Leiden haben oder an einer ernsten Krankheit leiden, wende dich bitte immer an einen Arzt.